Sabian Big and Ugly. Unglaublich große Becken, aber traumhaft schön im Klang und zu spielen. Und für mich persönlich Wahnsinnsbecken, weil sie alle unfassbar viel abdecken, was Klangspektrum angeht. Und haben alle ihren eigenen Charakter, ihren eigenen Touch. Für mich persönlich eine Wahnsinnsbereicherung fürs Sabian Lineup. Hat man im kleineren Club oder im Kontext, wo man sich ein bisschen zurücknehmen muss, einfach immer das Problem, dass man dann seine Spielweise ändern muss und dann einfach nicht mehr dieses so sich reinlegen kann, wirklich, um einfach einen Groove zu generieren. Und das bieten die Becken, weil sie bauschen sich halt nicht so auf. Sie sind von der Dynamic Range sehr flexibel, nicht zu laut. Und man kann trotzdem einfach, ohne seine Spielweise umzustellen, auch in einem kleinen Club einfach sich richtig reinlegen, richtig Gas geben. Man kann so richtig mit ihnen spielen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist sehr, sehr angenehm. Deshalb Wahnsinnsdinger. Mein Highlight ist das Phoenix 22 Zoll und das Monarch auch 22 Zoll. Aufgrund dessen, dass sie im Vergleich zu den anderen Becken ein bisschen mehr Brillanz, ein bisschen mehr Höhen noch an den Tag legen, ohne die Erdigkeit, ohne das Rauchige, was die Serie eigentlich ausmacht, zu verlieren. Das HHX Phoenix Becken, man sieht es vielleicht so ein bisschen, dass es so ein, ja, wie so einen wachsigen Film oben drauf hat und hat vom dadurch so ein bisschen holzigen, rauchigen und sehr durchaus trockenen Charakter, der sich aber dann wiederum ein bisschen aufhebt, nämlich aufgrund dessen, dass es unten abgedreht ist und dadurch ein bisschen mehr an Ton und Brillanz gewinnt das Ganze und ist eine sehr gelungene Mischung, wie ich finde. Das 22er Monarch aus der XS20-Serie hat eine sehr schöne Stoppansprache, sehr definierte Stoppansprache und einen schönen Wash, das heißt, man kann es wirklich schön crashen, die anderen zwar auch, aber hier kommt es noch ein bisschen mehr Crash-Charakter raus. Was alle Becken allerdings nicht brauchen, ist eine Bezeichnung wie Ride-Becken oder Crash-Becken, weil sie vereinen irgendwie beides ineinander und je nach Spielsituation kann man es halt dementsprechend dann auch wirklich einsetzen. Also man braucht nicht schauen, dass man irgendwie nochmal auf den Crash wechselt, sondern man hat es alles in einem. Die Sabian Big and Ugly Serie ist für mich in meinen Spielen eine absolute Bereicherung. Sie überraschen mich immer wieder aufs Neue, wenn ich einmal denke, okay, jetzt kenne ich so ein bisschen, dann habe ich auf einmal, dann denke ich wieder, wo kommt der Sound auf einmal her? Und dann versucht man es wieder zu finden. Also man fängt an, wirklich mit dem Becken zu spielen und auszuprobieren und sie inspirieren einen einfach, neue Sounds und ja, andere Grooves auch zu entwickeln.